Es ist der Tag der Fans hier vor dem Weserstadion in Bremen. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Natürlich die allerwichtigsten Menschen, nämlich die Fans. Stellt euch doch erstmal vor. Ja, ich bin Marvin, ich komme aus Lemförde, ja, und bin seit diesem Jahr auch im Fanclub dabei. Der Präsident höchstpersönlich? Ich komme aus Quernheim. Unser Verein kommt auch aus Quernheim. Wir sind da ansässig, sind ungefähr 35 Mitglieder aktuell, sind heute ungefähr mit so um die 18 Personen anwesend und ja, wollen einfach Spaß haben heute. Soll ich Präsident sagen oder darf ich dich mit einem anderen Namen ansprechen? Kannst mich ruhig Jens nennen. Ganz Jens. Normal, wie immer. Ja, ich bin Hendrik und komme aus Quernau, bin noch gar nicht so lange bei den Jungs dabei, aber die haben mir das mal gezeigt und ich bin mitgekommen. Ja, ich fand es echt gut und komme jetzt auch öfter mal mit. Auch eine Dame ist im Fanclub vertreten. Ja. Kommen wir mal hier einmal rum. Ja, ich bin Christina, wohne auch in Quernheim, bin seit anderthalb Jahren dabei und bin mit meinem Sohnemann und den Freunden da. Und die Kinder haben immer Spaß hier, auf jeden Fall, jedes Jahr. Fragen wir noch kurz den Präsident. Fanclub, trefft ihr euch regelmäßig? Also mindestens zweimal, also ungefähr alle zwei Monate. Und zusätzlich haben wir dann irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Besichtigung des Weserstadions oder irgendwelche anderen Besichtigungen, die vielleicht auch gar nichts mit dem Weserstadion zu tun haben oder mit Bremen zu tun haben. Also wir treffen uns einfach insgesamt. Es waren auch in Zillertal mit drei Leuten, aber diesmal nur. Also immer. Wenn ich das richtig weiß, habt ihr einen ganz besonderen Ort, wo ihr euch manchmal trefft. Ein Kino, kann das sein? Ja, genau. In Quernheim. Das ist der kleinste Kinoort Deutschlands. Hier auch nochmal schöne Grüße an Fuchs. Also wenn du das siehst, wir treffen uns morgen, ne? Wie hoch ist der Bierdurchlauf, wenn ihr euch als Fanclub so trefft? Ja, wenn du ihn mitzählst, relativ wenig, aber ja, es geht schon. Also um 13 Uhr kommen noch welche von uns dazu, noch wieder, dann wird es wesentlich mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Tag der Fans. Der Tag gehört euch. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Ausblick auf die Saison. Sind wir gut aufgestellt oder gibt es hier und da noch Baustellen, wo du sagst, ah, das macht mir noch Sorgen, da müssen sie noch was tun bis zum Saisonstart? Also, ja, was ich sehe, also Verlat ist super in der Innenverteidigung, aber trotzdem natürlich, wenn irgendeiner ausfällt, wird es problematisch, schätze ich mal. Sturm sehe ich eigentlich ziemlich gut, was ich da an Jugend auch noch sehe, aber wenn noch ein Stürmer kommt, auch nicht schlecht. Also es kann ja immer mal einer ausfallen, also im Moment ist es wenig. Also eine gewisse Zuversicht ist da, das könnte schon klappen, aber viel passieren darf nicht. Sehe ich genauso, ja. Euch einen schönen Tag, Dankeschön. Danke. Danke auch. Ciao. Ciao.